Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben YugiTuber. Neue Woche, neues Special-Unboxing-Video. Ja, heute mit der zweiten Megatin 2017, diesmal mit Kaiba als Cover-Artwork. Und im Hintergrund KC für Kaiba Corporation. Auch diese Box, finde ich, ist schon ganz wirklich gut designt worden. Vor allem, wie ich schon bei meinem Rückkehrvideo gesagt habe, ja, dass hier dieses Casey auch bei dem japanischen Moviepack vom Dark Side of Dimensions dann als Rarity benutzt worden ist. Wenn man hier die Streifen so sieht und dieses Casey, also das sieht schon wirklich ganz cool aus. Ja, auch diese Tin enthält wieder eine Secret Rare. Als Promo zwei Ultras, eine Ultra Rare Spielmarke und zwei Supers, so alles als Promos. Und wie immer 3 Megapacks A 16 Karten pro Pack. Und somit insgesamt immer pro Pack 3 Holos und eine Rare. Und 12 Commons, gut. Ja, bei der Yugi um Faro-Ultin hatten wir im Großen und Ganzen schon wirklich echt krasse Pulls dabei gehabt. Also habe ich mir im Nachhinein einfach nochmal die Karten angesehen und wow. Leider sind diese Karten, da sie jetzt in dem Megapack gereprintet wurden, nicht mehr so viel wert. Aber wie gesagt, ich hatte diese Karten ja leider nicht und deswegen sind sie für mich dann schon wieder wertvoller als wie für die meisten anderen vielleicht. Gut. Der Deckel kommt natürlich wieder hier hin. Gut. Und dann auch hier wieder. Das heiß erwartete Pack mit dem weißen Drachen in seinem LOB Artwork, okay? Finde ich jetzt ein bisschen schade, dass man hier kein anderes Artwork genommen hat, aber andererseits, ich muss ehrlich sagen, das LOB Artwork war ja auch zugleich die erste Karte von den allerersten Tins damals, wo man den weißen Drachen auch in Secret in diesem Artwork veröffentlicht hat und das finde ich eigentlich dann schon wieder ganz gut, so als kleine Erinnerung vor 14, 15 Jahren war das ungefähr und sieht natürlich auf jeden Fall richtig geil aus, auch mit dem neuen Hologlanz-Effekt heutzutage. Ja, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Hier haben wir natürlich wieder die bekannten wie Proxy-Drache und Topf der Begierden, kennen wir ja schon aus der Yugi um Pharao-Tin. Dann natürlich eine der neueren oder anderen Super Rares. Nummer 68. Sanopont, das Himmelsgefängnis. Ja, sieht auf jeden Fall auch nice aus. Und ältestes Wesen Enz. Komischer Name. Sieht auf jeden Fall auch schön aus, auch ein tolles Artwork, wie ich finde. Und natürlich passend, wie gesagt, auch zum Cover der Tin Kaiba in diesem Artwork als Spielmarke. Und wie gesagt, ihr sammelt auch diese verschiedenen Spielmarken, die es in den verschiedenen Decks schon gab oder halt auch in den Tins. Sieht auf jeden Fall immer richtig nice aus, wie ich finde. Und ja. Dann würde ich sagen, drückt mir auch hier erstmal wieder die Daumen, liebe YugiTuber, dass sie vielleicht auch hier wieder ein paar richtig gute Karten holen können und hoffentlich keine der Polos doppelt holen, die wir ja schon in der Yugi-Tin gepult haben, denn das wäre schon schade, muss ich sagen. Und ja. Gut, hier haben wir das erste Dino-Nebel-Ausbruch. Abriss Panda kenne ich auch noch nicht. Super Niepferd Karneval. Vereinigte Front. Würfelverwertung.
wieder begrenzte Karten. Hochgeschwindigkeitsroid. Puzzle als erste. Ja. Ah. Metallfose-Kombination finde ich jetzt nicht so toll. Shiranui Solitär eigentlich auch nicht so. Oh. Aber Geisterschnitter und Winterkirschblüten finde ich richtig geil. Denn diese Karte hat einen richtig, richtig guten Effekt. Und zwar während des Spielzugs eines beliebigen Spielers, falls dein Gegner mehr Monster kontrolliert als du. Du kannst diese Karte abwerfen, zeige eine Karte in deinem Extra-Deck vor, dann sieh dir das Extra-Deck deines Gegners an. Zusätzlich verbanne alle Karten mit demselben Namen wie die vorgezeigte Karte von seinem Extra-Deck. Du kannst diesen Effekt von Geisterschnitt und Winterkirschblüten nur einmal pro Spielzug verwenden. Oh, das ist Winterkirschblüten. Ah, oh, schade, ich meinte die Frühlingskirsch. Ah, oh, schade. Zu früh gefreut. Sifa Edranger, Sölz Metallfose Visrum, Mare Mare, sieht aus wie ein Seepferd. Beschwörungstor, jeder Spieler kann in jedem Spiel zu maximal drei Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschwören. Aha, interessant. Antiker Antriebsjagdhund und Kirsthorns Mia. Ja, gut. Ich muss sagen, ich hätte mir jetzt gern diese Frühlingskarte gewünscht. Nicht die Winterkirschblüten, aber nehme ich auch sehr gerne in meine Sammlung auf. Denn die andere hatte den besseren Effekt, soweit ich mich jetzt da erinnere. Gut, hier haben wir als erstes Ninja des schwarzen Drachen. Würfelobst, Dino-Nebel Ankylos, Weltmeister im Karottengewicht, Engelstrompeter, lustiges Artwork, Robe des Magiers, leider nicht der Stab des Magiers, aber Illusionsmagie, nice, ja geht doch. Aber leider Metallfuse-Kombination, schade. Dunkler Vertrag mit den Enitäten, also für DDD. Und dunkler magischer Kreis in Secret. Ja, geht doch. Nice, sehr schön. Also den nehme ich auf jeden Fall sehr gerne für mein dunkles Magierdeck. Ja, finde ich richtig gut. Hier mein Künstlerkumpel Handstandbär. Paläozoische Halluzigena, Künstler Kumpel Robbenaal, Symphonischer Krieger Gita Aare, Super Quantal Alpha und Stachel und Zodiac Haas Büchse. Okay. Ja, wie gesagt, Zodiac finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Hätte ich auch gerne mehr Karten davon, aber ja. Immerhin Illusionsmagie und dunkler magischer Kreis. Jetzt wird mir eigentlich nur noch Magier-Navigation und der Magier der dunklen Illusionen fehlen. Also vielleicht können wir noch eine dieser beiden Karten pullen. Also ich hoffe, ihr drückt mir hier auch noch gerne die Daumen, liebe YouTuber. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Gut, hier ist erst das Büroboter Basis. Auch noch aus Dark Illusion. Wunder-Xyz. Dragodis, der ermächtigte Krieger. Auch ein tolles Artwork, wie ich finde. Schwerlass Sukderigran. Sieht auch ganz cool aus. Und ja. Künstlerkumpel Aufblasthapir kennen wir auch. War, glaube ich, in dem Structure Deck Master of Pendulum drin. Oder beim Starter Deck vom Yuya. Hier mal Käfer Notfall. Hier mir Geschwindigkeitsreut Pachingo Card. Schade. Paläozoischer Anomal Kararis. Metallfose Mithrilium. Und Zodiac
Spearfeuer in Secret. Ja, es ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, ich finde die Zodiac-Karten eigentlich auch ganz cool. Hier mehr Cyber Tutubon, also eine Karte für alle Alexis Rhodes-Spieler. Segen des Kobolds sieht auch ganz interessant aus. Noch mehr Künstlerkumpel Robbenaal. Schmuckkästchen der Pandora. Noch ein Zodiac-Hassbüchse und Geschwindigkeitsreut Pferdestolzen. Ja, gut. Immerhin haben wir die Illusionsmagie einmal gepult. Dann bei den Super Rares, naja, eher nicht so gute Karten. Weil wie gesagt, Metalfoos interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Und Paläozoisch finde ich auch nicht schlecht, aber interessiert mich eigentlich auch nicht so wirklich. Gut, hier haben wir dafür ein Metalfosi-Fusionsmonster gepult. Dann den Shiranui Solitär, den hatten wir glaube ich auch schon mal aus Shining Victories oder so gepult. Kann ich mich zumindest erinnern. Und dunkler Vertrag mit den Entitäten, ja, für DDD-Monster, finde ich, ist eigentlich schon wieder eine gute Karte. Und hier muss ich eigentlich im Großen und Ganzen sagen, bei den Secrets haben wir eigentlich wirklich gute Karten gepult, auch wenn ich mir hier wirklich sehr gerne statt den Winterkirschblüten, die Frühlingsblüten oder Frühlingskirschblütel gerne gehabt hätte in Secret. Dann dunkler magischer Greis, sowieso Bombenkarte. Und Zodiac Sperrfeuer finde ich auch richtig, richtig geil. Also werde ich mir auf jeden Fall auch in meiner Sammlung aufheben. Und ja. Damit sind wir noch am Ende dieses Videos angelangt, liebe YouTuber. Und wie immer, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder auch ein Abo. Und wie immer, für sonstige Fragen oder Anregungen könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Und besucht auch gerne meine Facebook-Seite, damit ihr auch da rund um meinen Kanal und meine Yu-Gi-Oh! Projekte immer auf dem neuesten Stand seid. Bis bald, euer Card Collector 116.